So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von Forza Horizon. Heute natürlich wie im Forzaton angekündigt der Porsche 918 Spyder, der nämlich am Dienstag ins Spiel kam, für die, die das den Forzaton gemacht haben. Dazu musste man, glaube ich, ein Auto in der Luft überholen. Also nicht so kompliziert, ging auch im Video relativ schnell, aber heute ist er jetzt wieder da im Spiel. Oder hat seinen Weg endlich ins Spiel gefunden, wie ja schon andere Porsches. Das ist nämlich ein Hybrid Hypercar von Porsche mit einer Gesamtleistung von 887 PS, und zwar einmal aus einem 4,6 Liter V8 Saugmotor mit 608 PS und zwei Elektromotoren an der Vorder- und auch Hinterachse. Mit, ich glaube, vorne 130 PS ungefähr und hinten ungefähr 150, 160. Also ordentlich. Und der Wagen war auch teilweise, also ist, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr der Rekordhalter auf der Nürburgring-Nordschleife. Oh, das Dach geht auf. Ist ja ein Tager. Denn er ist gefahren damals eine 6 Minuten 57, ich glaube von Marc Lieb. Wurde aber mittlerweile angeblich überholt vom neuen Lamborghini Huracan Performante. Aber egal, trotzdem ein sehr, sehr schnelles und sehr, sehr geiles Auto. Oh, noch hier ein Spoiler hinten. So, mal hochfahren. Ist ja nicht göttlich. Die werden wir überhaupt mal fahren hier. Das Geschoss. Also, Geschoss ist da wirklich, weil das ist einfach geil. Und von 0 auf 100 angegeben 2,6 Sekunden, hier im Spiel sogar 2,2. 0 auf 100 Meilen sogar nur 4,8 Sekunden hier im Spiel. Also das langsam ist was anderes. Deswegen gucken wir aber erstmal, was da so tunbar ist bei dem Fahrzeug. So, Rennbremsen gehen nicht mehr. Warum auch? Wir haben Porsche Keramikbremsen. Die sollten eigentlich gut stoppen. Tun sie auch hier im Spiel, das weiß ich schon. So, Rennfedern gehen auch nicht mehr rein. Aber es gehen auch Stabis rein, immerhin. Immerhin das. Mache ich gerne so. Der Wagen wiegt aktuell fast 1,7 Tonnen. Weil Radantrieb und Elektromotoren, das ist halt schwer. Hat aber auch einen Drehmoment dafür von 1125 Newtonmeter. Ich meine, das ist auch ordentlich, ne? Der Wagen geht leichter. Und zwar auf gute 1,4 Tonnen. Wir lassen es mal hier bei gut 100 Kilo leichter. So, Renngetriebe, das geht auch nicht mehr. Es gibt nur noch eine Renteantriebszeit. Also der Wagen, der ist schon ziemlich hart rennmäßig. Guck mal, nicht mal Diff geht. Das war auch schon Serie drin. Alles klar. So, breite Reifen hätte ich allerdings gerne. Hinten, das sind 325er, gehen aber 355er. Alles klar. Machen wir 345er und vorne können wir von 265er. Süß auf 285er. Jop. So, die Felgen, das ist so eine Frage. Weil ich finde die persönlich, ich finde die geil, keine Frage. Guck mal, sie gehen erstmal nach vorne größer. Theoretisch auf 21er. Das lassen wir mal. Aber ich weiß halt nicht bei dem Wagen, ob mir die Felgen jetzt gefallen oder ob ich jetzt sage, eigentlich. Weil sie gefallen mir irgendwie, aber halt irgendwie auch wieder nicht. Und dann stellt sich für mich eher die Frage. Welche Felgen mache ich denn dann drauf, wenn ich die abmache? Ich denke mal, wir können die Felgen auch schön so kohlefasermäßig färben. Das sieht bestimmt auch richtig, richtig geil aus. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber ich tendiere dazu, die auch zu lassen. Ich finde, die passen auch zum Wagen sehr gut. Sieht an sich auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Hier die ADV1. Was? Deswegen würde ich eigentlich wirklich sagen, dass wir die Felgen soweit lassen. Ah. Sind auch schwerer, die Felgen. Das ist ja auch langweilig, ne? Weil wer will an seinem Auto schwerere Felgen haben? Ah. So HRE braucht gar nicht mal so schlechte Felgen, würde ich jetzt mal behaupten. Die sehen jetzt nicht so verkehrt aus, einige. Nein, Felgen ist immer so eine Frage. Ich will auch, wie schon 20 Millionen Mal gesagt, nicht immer die gleichen nehmen. Obwohl sie auch geil aussehen würden, keine Frage. Das sind eher so Bugatti-Felgen, würde ich mal sagen. Also die Speichen dürfen auch nicht so übertrieben dünn sein. Weil das ist schon relativ dünn. Ich finde an sich hier die nicht schlecht. Nur irgendwie, das sieht halt irgendwie, das macht den Wagen so ein bisschen unharmloser, also weniger aggressiv. Ja, wir lassen es mal. Wir lassen es mal. Die Porsche-Felgen sind noch ziemlich leicht, deswegen ist es auch ganz gut, aber gehen noch bessere Reifen.
Es gehen noch weißen Rennreifen, aber die normalen, der hat schon Rennreifen. Da, wie man sieht, eine 10er Beschleunigung. Alles klar. Das ist schon krank, ey. Das mit nur 800, nicht mal 900 PS. Das ist echt nicht viel. Muss dann ja mal sagen. So, spoilertechnisch gucke ich auch mal kurz. Kann man machen. Muss man aber nicht. Soll man auch nicht ohne den Spoiler. Natürlich auch nicht. Weil der normale von Porsche eh viel zu geil aussieht. So, Umbauten. Wir könnten Antrieb wechseln auf Heckantrieb. Das ist ja, glaube ich, ziemlich stumpfsinnig, das zu machen. Wir könnten noch einen Twitter reinklatschen. Der wird extrem viel bringen. Aber naja. Vor allem bei dem Wagen, ne? Die Drehmomentkurve. Die beginnt ganz oben und geht nach unten. Kennt man von den meisten Wagen eher andersrum. Am Anfang eher wenig und dann halt beim Turbo jetzt direkt ganz viel oder halt beim Sauger nachher ganz, ganz viel. Aber jetzt schon direkt am Start das meiste Drehmoment. Was halt an den Elektromotoren liegt. Weil die jetzt schon sehr viel Drehmoment liefern. Das ist schon heftig, ne? Und am Ende treffen sich Leistung und Drehmoment bei ungefähr, ich denke mal so 600, 650. Ja. Sag mal so, die treffen sich ungefähr bei 650 Newtonmeter und auch kW. Wenn wir nichts machen, so an der Leistung. Kann man was machen, ein bisschen was? Ich will aber nur eine Schwungscheibe eigentlich. Auf 1561 Kilo, das ist schon besser. Finde ich persönlich sehr gut. An sich mehr Leistung, glaubt mir, der Wagen, der braucht nicht mehr Leistung. Erstmal hat er genug. Der hat fast 900 PS, das ist ordentlich. Und der ist schon sehr gut abgestimmt in der Serie, der Wagen. Das heißt, da braucht man eigentlich nicht so übertrieben viel ändern. Aber ich denke mal, farbentechnisch, gucke ich auch mal, was da so Schönes gibt. Mein Design soll es erstmal nicht so viele geben. Denn vor der Lüfter, glaube ich, seit 9. Oder lief dann seit 9 Uhr. Jetzt ist es gerade 13:54 Uhr. An dem gleichen Tag. Not bad. Der Gelb, ne? Blau steht im Wagen auf jeden Fall nicht so. Ich finde an sich die Farbe, die ist mir ein bisschen zu. Ich weiß nicht. Finde ich zum Beispiel die hier irgendwie besser. Deswegen denke ich, ich auch die hier nehmen. So, Spiegel hätte ich allerdings gerne. Wir machen diesmal, glaube ich, Kohlefaser poliert. Genau wie beim Spoiler, der kann auch gerne in der Farbe. Weil glaubt mir, Leute, das sieht geil aus. Oh yes. Die Felgen, würde ich sagen, machen wir dann auch noch in der gleichen Farbe. Ja. Weil jetzt sehen die Felgen schon mal nochmal eine ganze Ecke geil aus. So wie mir das auch gefällt. Wie der Wagen sich fährt, wissen vielleicht einige schon, da sie es entweder denen schon selber gefahren sind, falls sie das Spiel besitzen. Oder weil sie mein Forzaton-Video gesehen haben. Wenn nicht, der macht sich jetzt auf eine Sound- und auch Beschleunigungsorgie gefasst. Weil dieser Wagen, das ist nicht mehr normal. Ich fahr's mal kurz hier ein bisschen weg. Da schaltet schon mal den siebten Gang. Natürlich hier sieben Gang PDK. Doppelkupplungsgetriebe. Ja, nur das Beste vom Besten hier. Für den Guten. Und jetzt genießt einfach mal diesen geilen Sound. Ja, drüben ist locker 9000 Drehungen, soll ich sagen, so 9,5. Oh ja. Schon geil. Auch der Sound hier im Innenraum, ne? Kann man sich mal gönnen. So, jetzt beschleunigen wir mal kurz. Machen wir so eine Art Launch Control, die dann echt so bei ca. 4000 Umdrehungen sich einpegelt. Ne, es war ein bisschen zu viel. Das geht auch anders. So, next try. Das ging schnell. So, zack, 200 Sachen. 250, das halt die 300, also das geht ordentlich schnell. Ich glaube, serienmäßig 2,6 auf 100, 7,4 glaube ich auch, oder 7,6 auf 200 und 19,9 auf 300. Also in unter 20 Sekunden auf 300 Stundenkilometer. Man, das könnte ein anderer Auto schneller, das ist mir bewusst, aber in 20 Sekunden, da kommen einige Autos auf 100. Und da ist der schon bei 300 Sachen. Und das ist einfach. Bam!
Das ist einfach nur krank, was dieser Wagen kann. Gucken wir mal kurz im Tuning-Menü. Kann schon relativ viel einstellen. Das Einzige, was jetzt noch nicht einstellbar ist, ist bei Aerodynamik. Ja gut, da kann man nichts einstellen. Glaube ich in echt auch nicht. Da hat halt nur, glaube ich, programmierbare Modi, der Spoiler halt. Auch zum Bremsen, denke ich mal, kann ein bisschen weiter hochfahren. Oder sich ein bisschen verstellen. Deswegen, So, hinten 80, nee, 60%, das geht ja nicht noch, finde ich. Der geht aber, glaube ich, in echt mehr in die Hinterachse. Ich probiere es mal mit, ich mache da mal 70 einfach mal hin. Ist auch realistisch, also bremsen, das dürfte eigentlich soweit passen. So, der Bremsweg von 60 Meilen auf 0, 30,8 Meter, also eine gute 30 Meter. Das ist nichts. Auch noch für so ein, nicht mal so leichtes Auto, fährt es noch immer über 1,5 Tonnen. Das ist auch nochmal mit Bedenken, ne? Das ist auch noch nicht so. Der Wagen, der geht nämlich noch tiefer. Weil der ist ja nicht schon relativ tief. Aber guck mal, was da noch geht. Auf 8 Zentimeter. Hihi. Ja, ich meine, wie ihr mich kennt, das muss so. Willst du sogar auf dem Bremsweg auf? 0,1 Meter weniger von 60 Meilen. Ja. Und deswegen denke ich mal auch ein bisschen mehr Topspeed. Jetzt bei 380, das ist. Oh, das ist echt viel, ne? Ich werde aber die Gänge so übersetzen, dass wir unseren Topspeed auch wirklich nur im siebten Gang ausfahren. Da brauche ich ja nicht länger. Theoretisch. Weil die Übersetzung war ja in der Serie an sich schon relativ lang. So viele braucht eigentlich kein Mensch. Der fünfte Gang, der ging bis 310. Und der dritte bis 190. Warum so weit? Hat tut doch nicht Not. Naja. So, 83,9, das sollte, denke ich mal, soweit passen. Das kommt jetzt auf einen Kamal, glaube ich, nicht mehr wirklich an. Ob wir jetzt den mehr haben oder halt eben nicht. Das kann man sich, glaube ich, klemmen. Das wie man sich das kann, halt ruhig ein bisschen kürzer. Wir haben ja 7 Gänge. Die kann man deswegen auch ganz gut nutzen. Ja, guck mal. Wie das jetzt aussieht mit dem Beschleunigen. So, wieder ein Stück vorfahren. Das kann auch alles theoretisch noch kürzer. Hört sich schon geil an, ne? Also, Soundporn ist auf jeden Fall geboten. Auch noch mal vielleicht so. Sonst denke ich mal so bleiben. Das sah bis jetzt ziemlich gut aus. Oh, Tunnel, warte mal. Warte mal, warte, warte, warte. Ups. Ja. Boah, ey, der Sound, ne? So, jetzt ein Tunnel, jetzt das Ganze nochmal von vorne. Der dreht aber auch schnell hoch, ey, meine Fresse. Und hier bei dem Wagen besonders die Auspuffrohre, die liegen, oder die Endstücke liegen über dem Motor. Nämlich da oben. Also kann man hinten vergeblich suchen mit dem Wagen. Geil, ne? So, beschleunigen. Ja, das gefällt mir schon deutlich mehr. Würde ich sagen, kommen wir zum Teil, wo wir es beweisen können. Oder hoffentlich beweisen. Nämlich zum Rennen fahren. Nehmen wir einfach mal das hier. Ein nettes Teil hier, muss ich schon mal ganz ehrlich sagen. Eigentlich fast jeder Porsche, die ich eine richtige Fahrmaschine. Das ist halt der beste Porsche, den du aktuell kaufen kannst. Mein Porsche, da wird er nicht stehen. Der Wagen war ja auf 900, ich glaube 918 Stücke limitiert. Die natürlich auch schon ausverkauft waren.
Da kann man kriegen natürlich gebraucht, aber wahrscheinlich nicht zum Serienpreis. Der Wert wird, denke ich mal, auf jeden Fall gestiegen sein. Was hat der Wagen überhaupt gekostet damals? So, das halt nicht. Ich halt die Fresse an, da gehe ich nicht auf die Nüsse. Der hat, glaube ich, gekostet damals 800.000 oder 900.000, ich weiß gar nicht. Wird es aber auf jeden Fall im Bereich, ich denke mal, zwischen 1 und 2 Millionen liegen. Obwohl der Wagen gebraucht ist und nicht mehr neu ist. Das ist immer halt so. Deswegen Autos, die sind halt so limitiert. Also selten, die kann man nicht so einfach kriegen. Da kann man auch gerne mal mehr bezahlen für so einen Schlitten. Wenn man sich so einen Wagen leisten kann, kriegen dann die, glaube ich, 500.000 oder so auch nicht mehr, die da mehr kostet. So, ja, jetzt gucken wir mal. Der Wagen auch so gut ist, wie ich mir das vorgestellt habe, ist wahrscheinlich ein Hypercar, also in der Klasse. Genau. Bin ich auch gewundert, wenn nicht. Wir fahren hier mal. Warum haben wir eine längere Folge, oder? Ja, noch 4 Ründchen, nochmal der Heider, das passt soweit. Also mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal die beste Rundenzeit. Und dann natürlich auch noch der Gesamtsieg. Natürlich Konkurrenz würde ich sagen, natürlich erstmal so die hauptsächlich drei Konkurrenten mit dem gleichen, ich sag mal, Konzept auch mit Elektromotoren, P1 und LaFerrari. Die haben aber beide Heckantrieb, deswegen natürlich auch die Lambos sind hier interessant. Jetzt Centenario, Aventador, Aventador SV, falls Veneno mitfährt. Naja, ja, nette Wegelchen, die hier fahren. Sehr teuer vor allem alles. Also es fährt mit einem P1, Centenario, Aventador SV, 918 natürlich. Normaler Aventador, Like Hypersport, Veneno, Huayra BC. Ach du Scheiße, dann könnte ich sagen, One-to-One, alles klar. Durch One-to-One oder so, natürlich auch mega schnell, aber hat immer an den Kurven, werde ich die Chancen haben. Ja. Sagen Beschleunigung, die ist ein Check. Kann man machen. Ja, bisher wirklich ganz gut. Okay, wir wollen das nicht schneller durch. Alter. Also wirklich der Wagen, der fährt sich richtig geil. Das vor allen Dingen auch, muss man wirklich sagen, für diese enorme Leistung, für die fast 900 PS. Und macht dann auch der Aerodynamik und Elektromotoren. Jetzt war nur noch ein Lambo. Würde ich denke ich mal auch kriegen. Alter, ne, das macht so viel Spaß mit dem zu fahren. Gas, Junge, man kann die Kurve schneller nehmen. Ah, nächstes Stück. Vielleicht krieg ich noch. Hier zum Beispiel. So, hat er mal Leistung? Ja, sieht noch nicht so aus. Aber ne, man sieht, man kann ja wirklich relativ einfach nicht gute Zeiten hier fahren. Der Wagen ist auch nicht so schwer zu fahren. Ist ja fahrerfreundlich. Das war so spät eingelenkt. Aber trotzdem war die Kurve ziemlich gut. Also bis zur Rundenzeit werde ich den, denke ich mal, schon haben. Obwohl die ja nicht so gut war, fand ich. Oh ja, viel Zeit verschenkt. Naja. Das wird nicht mehr der Beste. Ich will jetzt nochmal in der vierten Gas geben. Und dann... Warte mal kurz. Er ist auch rückt wieder. Ich weiß nicht warum. So, gleich wieder Runde. Mal alles geben. Rundenzeit nochmal verbessern, wenn es geht. Ja, war soweit gut. Kann man, glaube ich, mit leben. Ist die Kurve ja schön schnell nehmen.
ja, schnell nehmen und nicht volle Kanne gegen den Zaun fahren. Das war eigentlich nicht so geplant. Jetzt kann ich auch mal zurückspulen, ausnahmsweise. Das war schon besser. War deutlich besser. Ah, ja. Ja, deutlich besser, hat man gerade gesehen. Die Runde, die wird, glaube ich, echt gut. Wird auf jeden Fall besser als die letzte. Oh ja. Oh ja. Und wie? Ah, durch eine ungefähr 48er Zeit. 48,0. 48,049. Alter. Wir warten nochmal, bis alle im Ziel sind. Das war aber deutlich besser. Der Beste hier sonst, der Koenigsegg One-to-One mit einer 50,7 und ich eine 48,0, ne? Das ist schon ein gewaltiger Vorsprung, würde ich jetzt mal sagen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja. Also, das ist schon echt viel. 2 Sekunden. Auf so einer kurzen Strecke. Also macht doch mega Bock mit dem Wagen. Technisch, ja, geht so. Dafür gewonnen und beste Rundenzeit, also Ziel erfüllt. Wir sind jetzt schon bei über 20 Minuten, aber ich würde sagen, eine Strecke geht auf jeden Fall noch. Wenn die Folge länger wird, dann ist das nicht schlimm. Dann würde ich sagen, fahren wir noch diese Rundstrecke. Können wir schnell hinfahren. Das war's mit dem Cockpit, würde ich sagen. Das Hinfahrt zumindest. Die Strecke selbst würde ich mir jetzt mal nicht sagen. Gerne, Anna. Warte, ich will es noch mal. Es tut mir leid, aber es ist einfach so geil. Also, ich muss wirklich sagen, es ist einfach nur geil. Porsche ist so eine geile Marke. Sowohl in echt als auch hier in Videospielen wie jetzt Forza oder was weiß ich, in Assetto Corsa. Oder in Need for Speed oder wo auch immer es auch überall Porsche gibt. Das ist einfach nur göttlich. Ist jetzt die Frage, ist der Wagen besser als der GT3 oder schlechter? Ich muss sagen, ich bin an sich der größere Fan vom GT3. 18 ist mega cool, keine Frage. Ein übertrieben geiles Auto. Ich würde aber lieber den GT3 nehmen. Wir stellen noch kurz selber hier was. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal wieder 4 Ründchen. Zum Gönner-Modus, Mittagwolke, ich das passt. Ich kann noch Regen einstellen, weil dann würde ich, glaube ich, davon am. Würde ich am wenigsten schlechter sein. Dann habe ich andere Autos, wie was ich der Koenigsegg oder was ich so ein Ferrari, deutlich mehr Probleme als ich. Aber das muss nicht sein. Ich erspare es euch. Auf 4 Ründchen. Auch wieder mein Ziel, beste Rundenzeit und dann auch als erster durchs Ziel fahren. War im letzten Rennen nicht so schwer eigentlich. Es ging in Ordnung. So, mal gucken, was sie da mitfährt. Wir haben einen P1, Aventador, einen Agera, Centenario, Pagani Huayra, den normalen, ein Nobel M600, den Huayra BC, Lycan Hypersport, Aston Martin Vulcan, und einen 918. Nice. Vor mir startet Nobel. Tja, Allrad-Bitch, ne? Alter. Ich sag, weg da. Allrad, ich kann gut trotzdem beschleunigen, du nicht. Dein wilden Heck. Da fehlt der Platz. Nach 2 oder 3 Kurven läuft. Die Kurve ist echt gemein. Egal mit welchem Auto. Und diesen Sprung da, das ist echt nicht so geil.
Ja, der kann halt aus den Kurven sogar rausbeschleunigen. Weil ich mit Vollgas meistens durchgänge, Mann. Oh ja, das kann man natürlich nicht so nehmen. Muss ich auch mal zurückspulen. Boah. Diese Kurvenlage, ne? Die ist einfach nur geil. Elektromotoren, die pushen richtig. So, hier wieder schön viel Gas alles nehmen. Das macht einfach Laune. Okay, das wollte ich nicht tun. Hätte mich jetzt wahrscheinlich überschlagen. Nice P1. Nico, die kann ich echt nicht. Das ist wie die mit dem Cayman da, bei der anderen Strecke. Wie ich das gesagt habe, denn. Boah, Alter. Also, Konkurrenz ja auf jeden Fall. Also, eher für die anderen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr weit oben mit der Wagen. Wird doch, denke ich mal, auf Goliath nicht so schlecht sein. Könnte man ja auch mal ausprobieren. Alter. Oh, wie viel ich hier mit Vollgas nehmen kann, das ist der Wahnsinn. Wirklich abgrundtief geil. Nee, irgendwie, ich muss vorher bremsen, das weiß ich, aber ich will nicht. Boah, jetzt habe ich viel zu früh gebremst. Aber nicht gegen die Wand gefahren, immerhin auch was Schönes. Sag wieder Vollgas. Das ist echt übel. Oh, das war auch ein wenig zu weit. Ja, viel Zeit verloren, macht aber nichts. Ich gebe mir noch genug Vorsprung. Die Gitter kommen nicht so wirklich hinterher. Wenn ich jetzt wirklich gut fahre. Der Kurve ist wieder echt abnormal. Das letzte Mal hier diese scheiß Kurve. Die immer scheiße genommen. Naja. So. Ja, zack. Das Gaspedal latschen. Man sieht schon ziemlich im Bleifuß hier in Forza. Der ist bei dem Porsche auch noch schwerer. Ja, easy. Die Rundenzeit, ne? 55 läuft. Es war nämlich eine 55355. Sollte die beste sein. Genau, jetzt nicht ganz so viel besser als. Also der Abstand zwischen mir und dem zweitbesten war nicht ganz so groß wie beim anderen Rennen, aber trotzdem noch. Ist ordentlich. Der ja, nichts bessere wäre 56 2 3 8. Also eine gute Sekunde, sagen wir mal. Gegen den P1. Und kann man machen, würde ich sagen. Ich finde es einfach nur. Ich bin wirklich. Ich bin sogar von dem Wagen ein wenig überrascht, dass er wirklich so gut ist. Ich wusste schon, dass der wird ziemlich geil sein, weil es wirklich so, wirklich, dass sich so gut fahren lässt, dass du mit dem so einfach und auch so schnell fahren kannst, das hätte ich nicht erwartet. Ja, das ist wirklich ein Traum. Das ist ein bisschen wie der GT3, nur wahrscheinlich noch schneller. Was eigentlich nicht wirklich vorstellbar ist. Der GT3, der ist schon eigentlich ultimativ schneller. Das ist hier nochmal. Das legt noch eine nicht gerade eine kleine Schippe drauf.
Aber leider war es das dann wieder mit der heutigen Folge. Die, wie ich finde, sehr, sehr geil, weil mir jetzt wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Habe vielleicht auch gemerkt, dass ich in Wagen sehr viel Freude hatte und auch weiterhin Freude haben werde. Ich werde ihn bestimmt nochmal auf dem Kanal fahren, mal gucken. Vielleicht beim nächsten Forzathon. Forzathon meine ich. Wer weiß. Oder vielleicht irgendwann mal einfach so, vielleicht mal ins Goal fahren oder online fahren, einfach nur ein bisschen rumfahren, ein bisschen quatschen, mal gucken. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wo ich dann den GT2 fahren werde oder beim Forzathon oder Drag Races oder bei irgendwas anderem, ist mir egal. Ja, könnte ich sagen, fahr weiter. Oder würde ich sagen, ich bin raus und ciao.